Alles klar. Soll das so? Also wahrscheinlich. Wenn ich den Weg hierher nehmen kann, dann sollte es wahrscheinlich schon so sein. Passt ja. Weiterer Aufzug. Weiterer Speicherpunkt. Immer gut. Immer gut. Vergessener Teich, Sektor B. Alright, vergessener Teich. Sieht hinten schon mal ganz cool aus. Ich komme da nicht ran. Zunächst dachte ich mir, hey, da muss ich höher springen können oder sowas. Oder vielleicht doppelt springen können, oder? Nee, ich dachte, vielleicht kann man da... No? Nee, kann man nicht. Okay. Das ist noch nicht für mich gedacht hier. Diese Gegend ist ein klein bisschen zu früh. Oder? Ach, das ist ein direkter Aufzug. Okay. Gut. Dieser Ort macht mich nervös. Er wird von Mal zu Mal gefährlicher. Es ist beeindruckend, wie lange sich Talos wehren konnte. Selbst nach all dieser Zeit wissen die Leute da draußen nicht, welcher Gefahr sie schweben. Gut, zurück zum Wasser. Hier wieder ein klein bisschen zurücklaufen. Ich schau mal ein bisschen auf die Wände. Na, eventuell sieht man da ja mal was. Man lernt dazu. Man fängt an, mehr Schaden zu machen. Man fängt an, ein bisschen... Ja, rücksichtsloser möchte ich jetzt nicht sagen zu werden, aber... Wow. So kann ich es ja noch am besten beschreiben, ne? War ein Test, ne? War ein Test. Gut, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich... Wir sind jetzt gerade gestorben, ne? Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es hier direkt weit... Nachdem ich mir dachte, hey, also ich war jetzt nochmal Richtung diesem Giftgebiet, da war nichts, dachte ich mir, hey, der einzige Weg, den es doch jetzt eigentlich nur noch geben kann, ist doch der hier. Und dann kann ich tatsächlich auf diesen Gegner drauf springen. Ich hätte mir gerade fast in den Arsch gebissen. Was ist das da oben? Oh. Kurzer Check. Ich weiß gar nicht, wie die Karte weitergeht. Du also. Ja, okay. Mhm. Kann ich da unten hin? Nee, kann ich nicht. Oh, okay. Dann muss ich da eben hin. Das ist mühsam. Das ist richtig mühsam. Drei Hits gehen. Hier vielleicht sogar, okay. Den kriegen wir, den kriegen wir. Das ist kein Thema. Aber wir müssen immer wieder weg. Wir müssen ausweichen. Wir müssen... Ah, das war auch gut. Also, immer schön dran und hitten. Jetzt haben wir ihn. Dann können wir weiter. Den hätte ich gerade mit einem roten... mit einer roten Rüstung angreifen müssen, dass ich das Schild hätte hitten können. Habe ich leider nicht. Und es gibt eine rote Note dafür. Ich glaube, 5 brauchten wir für einen Lebenspunkt. Ne? Wir haben jetzt 2? Ja, wir haben 2.
Also noch ein bisschen was zu tun. Es sind schon viele Gegner dabei. Und wir landen im Wasser. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Der tut mir nichts. Der macht nur Schaden um sich herum. Gut. Du interessierst mich nicht. Aber du... haben wir. Den kriegen wir. Und weiter. Ich glaube, wir wissen alle, worauf das hier mehr oder weniger langsam hinausläuft. Und zwar auf... Da. Guck mal. Ein riesiger Durchgang, den ich aufmachen kann. Wo wir ein bisschen Story kriegen. Aus den Tiefen des Ozeans entstammt ein mystischer Stamm. Amphibis, die Geliebten der Schönheit, Beschützer von Hoffnung und Traum, standhaft in unsicheren Zeiten. Ihre Hände schufen die Flüsse und Wasserfälle, die wie Lebensblut in mir fließen. Ihre Gebete halten in uns, in meinen Knochen wider. Beschützt uns, göttliche Wache, von dem Griff der Schlange. Loyale Amphibis, Seelen so rein wie Quellwasser, Wesen der Harmonie. Okay, cool, brauche ich nicht nochmal, danke. Story, wir kriegen... War nur Story. War nur Background. Yep. Und da hoch. Das gucke ich mir mal kurz an, was hier oben geht. Check, check. Nichts. Gar nichts. Bin ich hier wirklich einfach nur wieder hoch? Bin hier einfach nur wieder hoch, wenn ich noch keine Wasserfähigkeiten habe. Oder wenn ich es da verbockt habe. Zack, zack. Weg mit dir. Okay. Wenn dem so ist, dann speichere ich doch lieber mal kurz. Da sollte man kein Risiko eingehen. Vor allem nicht, wenn es wieder so ein Raum ist. Okay. Guten Tag. Antalus Schabe. Okay. Okay. Ah, dachte ich mir doch. Okay, kein Problem. Ah, verdammt. Da kann ich ein bisschen Energie sammeln, deswegen kommen die Dinger. Dann kann ich ihn angreifen. Und dann muss ich hier wieder ausweichen. Hopp. Dankeschön. Bin schnell. Ah, weil er jetzt in die nächste Phase geht. Hier habe ich nicht mehr so viel Platz zum Ausweichen. Ich sehe ihn gerade nicht, aber wir kriegen doppelte Energie, wollte ich sagen. Dann lieber sicher. Kurz Energie. Autsch. Macht nichts. Wir kriegen genug wieder. Autsch. Defeat the Tantalus Roach in the Forgotten Pond. Haben wir gemacht. Haben wir geschafft. Ah, die First Tries. Die mag ich. Da, 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 da. Weiter geht's. So. Damit haben wir doch gerechnet, oder? Ich habe damit gerechnet. Ihr habt die Rüstung des Poseidon erhalten. Europa kann sich nun frei unter Wasser bewegen und Wasserelementarangriffe ausführen. Europa kann nun blaue Schalter aktivieren. Und wenn ihr Europas Elementarrüstung in der Farbe der Umrisse eurer Gegner angleicht,
Zusätzlicher Schaden. Das kennen wir schon. Und jetzt kann ich auch Rüstung wechseln. Geht super easy. Dachte ich kann jetzt schwimmen. Ich dachte, ich kann jetzt schwimmen, aber nein, ich bin unter Wasser. Ich kann einfach jetzt unter Wasser existieren. Okay, ist auch fein. Nehme ich natürlich auch dankend an. Whee, blaue Note. Double check. Jo. Hier nochmal. Und da war ja unser Speicherplatz. Den nutze ich nochmal ganz kurz. Genau. Jo. Ich war kurz. Ich habe kurz ganz kleine. Ihr merkt wahrscheinlich, da war was. Wenn Europa ein Gebiet betritt, das eine bestimmte Rüstung erfordert, wechselt sie automatisch zu dieser. Das ist cool. Das heißt auch, dass wir uns nicht drum kümmern müssen, wenn hier irgendwie Wasser ist und so, dass wir da. Ne? Wir können eben, wie gesagt, auch vorher, also wir können hier drin nicht switchen. Wir können, wenn wir im Wasser sind, dann sind wir im Wasser. Ne? Und im Wasser, da herrschen Wassergesetze. Aua. Okay. Wir kommen gut durch. Warte mal, hier ist Wasserfall. Ah, so. Nee, nicht ach so. Ich kann jetzt nicht. Ich kann nicht da hoch. Okay, das. Okay, ich dachte ja tatsächlich, dass ich auf einen Wasserfall hochschwimmen kann. Ich bin einem Irrtum unterlegen. Ich dachte tatsächlich, das wäre eine Sache, die jetzt dann für mich freigeschalten wird. Vielleicht in der Zukunft, das weiß ich auch nicht. Oh Gott, ich komme da gar nicht hoch. Muss ich doch... guck mal. Geheimgang. Und hier haben wir eine blaue Note. Nein, Buch des Kartografen. Wir kriegen die Karte hier freigeschalten. Das ist strong. Okay. Da ist noch jede Menge Zeug da rechts. Aber jetzt kriegen wir erst einmal hier gleich nochmal in der Ecke etwas zu sehen. Tschüss. Ach, die Kleinen. Die Rabauken. Ist da was? Da gerade so aus. Bei diesen Fischen, ich bin mir halt nicht sicher, was die machen. Diese Fische, die töte ich lieber auf Distanz. So, das mitnehmen, da ist nichts und hier kriegen wir eine Relikbär. Felder des Pegasus. Feder. Herr Doppelsprung. Guten Tag, Herr Doppelsprung. Wie geht es Ihnen heute? Ach, ist das praktisch. Liebes. I love it. Ja. Und damit kommen wir jetzt wieder nach oben. Was? Okay, wir machen kurz Harry. So, und da auch. Und so kommen wir wieder nach oben. Und so kommen wir auch wieder raus. Ihr merkt schon, ich nehme nicht mehr jede Münzendings da mit. Weil, warum auch, ne? Da ist das. Weiß nicht, was ich damit machen soll. Da. Aber warte mal. Wechsel die Rüstung? Okay, ja. Jetzt wird mir erst gesagt, wie ich die Rüstung wechsle. Wow. Oh, kurzen Hack. Alright.
Haben wir ja schon selber rausgefunden. Hey, was ist da? Ah, okay. Kleiner Speicherpunkt.